Servus zusammen, mein Name ist Sigi Eichhorn und in dem Video beschäftigen wir uns mal mit der Reparatur eines Sony Aufsteckblitzes. Der war gar nicht mal so billig, der hat vor ein paar Jahren noch 600, 650 Euro gekostet. Davon gibt es auch schon eine Nachfolgeversion, aber ich zeige euch mal, von welchem Blitz ich hier eigentlich rede. Das ist der Blitz hier, der Sony HVL60RM, also die erste Version. Die erste Version hier mit dem Videolicht und der hat hier noch einen anderen Blitzfuß und darum geht's. Den müssen wir reparieren, weil sich der Blitzfuß von meiner Kamera jetzt nach und nach immer wieder löst beim Fotografieren und das ist nicht Sinn und Zweck der Aufgabe, wenn du irgendwo Mitarbeiter fotografierst, plötzlich fällt dir der Blitz einfach runter. Das geht so nicht. Was zeichnet diesen Blitz aus? Also ich verwende ihn super, super gerne, weil er einfach zu bedienen ist. Die TTL-Funktion ist idiotensicher. Man muss dann, wenn es eben zu hell ist, drückst du nur auf Minus oder Plus, um den, also in dem Fall auf Minus, um den ein bisschen schwächer einzustellen. Und ich verwende den ganz, ganz oft als Aufsteckblitz tatsächlich an meiner Kamera, um nach oben zu blitzen, damit das Licht von Decken, wenn die jetzt hell sind und niedrig sind, von oben schön wieder runter reflektiert. Und das aber immer in Kombination hier mit dieser Softbox, die magnetisch ist. Die kommt hier einfach drauf, hier auf den Aufsatz. Und es funktioniert echt wunderbar. Ich sehe es jetzt aber auch nicht ein, mir da einen anderen Blitzfuß zu kaufen für 250 Euro, um den auszutauschen. Das ist echt richtig viel Kohle. Ich versuche das jetzt mit euch mal zusammen live zu reparieren. Jetzt zeige ich euch erstmal, was hier nicht gescheit funktioniert. Also der hat hier so einen Hebel, ein windiges Plastikteil. Wenn man den nach rechts setzt auf Lock Mode, dann fährt der Blitzfuß nach oben und klemmt den Blitz hier im Blitzschuh der Kamera ein. Und sollte da auch eigentlich halten. Aber ich zeige euch mal, was passiert. Pass auf, ich baue jetzt mir das Ding hier ab. Ich mache das Ding jetzt hier auf. So, dann gehen wir mal hier rein. Steck den rein. Und drück zu. Jetzt sollte er eigentlich halten. Jetzt passt auf, was passiert, wenn ich die Kamera nach oben halte. Und da eventuell noch ein bisschen Gewicht drauf ist, fällt er einfach so raus. Und das kann nicht sein. Es kann nicht sein, ja, dass man den hier mit Lockmechanismus rein und rauszerren kann. Und je nachdem, wie ihr halt die Kamera haltet, wie das Gewicht eben, wie sich es verlagert vom Blitz, hält er halt einfach nicht mehr. Und das ist halt echt ein Scheiß. Ja, ich muss auch sagen, ich habe vielleicht den Blitz nicht immer korrekt gehalten. Ich habe nämlich manchmal auch die Kamera am Blitz hier so getragen. Das sollte man auch nicht machen. Aber wie dem auch sei, der Locking-Mechanismus, der funktioniert leider nicht mehr. Und jetzt versuchen wir das Ding irgendwie zu lösen. Ja, die Klemme, da fehlt einfach irgendwie ein halber Millimeter, dass der Blitz hier richtig, richtig festhält. Was ich jetzt versuchen möchte, ist hier oben auf den Blitzschuh möchte ich so Moosgummi draufkleben und der Michael von Amazing Nature Alpha, der hat mir von seinem kleinen Filter, ND-Filter, hier dieses Moosgummi mal geschenkt, letztens im Studio. Und jetzt schaue ich mal, ob ich das hier irgendwie ankleben kann. Und ich überlege gerade, bevor ich das hier anklebe, muss ich das fettfrei hinkriegen. Dafür habe ich mir jetzt hier im DM Nagellackentferner gekauft und trage den jetzt hier mal auf, ohne dass ich die Kontakte berühre. Das sollte wichtig sein. Ich nehme jetzt am besten mal ein Taschentuch. Ah, ich habe hier ein verrotztes, das nehme ich doch gleich her. Tränke das Ganze jetzt mit Nagellackentferner. Ui, da kommt da viel raus. Und gehe jetzt hier mal so leicht drüber. Dürfte eigentlich der Kamera nicht schaden, hoffe ich zumindest. So, boah, stinkt das Zeug, ekelhaft. Ich muss es mir echt zurechtschneiden. Von der Größe her könnte das hier so hinhauen. Ich messe es mal ganz kurz nach. Aber Mai, was willst du denn machen? Man muss ja sich irgendwie zu helfen wissen. Vielleicht klappt es ja auch sogar. Und da dieses Moosgummi, das kann man schön pressen. Ich gehe echt davon aus, dass es klappt. Muss ich nochmal schauen. Der wird ja so reingesetzt. Und dann, achso, der war zu.
Ja, ich muss den eigentlich außen rumkleben. Also dann brauche ich auch vorne noch was. Ich glaube nicht, dass man damit die Kamera irgendwie beschädigt, wenn man da jetzt einen Aufkleber oben drauf klebt. Also das Moosgummi sollte halten. Ist auf jeden Fall eine Notlösung, wenn man das richtig machen will. Mei, dann müsstest du halt die Kamera einschicken zu Sony. Aber dann zahlst dich halt dumm und deppert, ne? Und mir sind auch die 280 Euro oder so echt, oder 250 Euro für diesen Ersatzfuß, den es ja nur auf eBay gibt. Aber ich meine, wenn der Blitz runterfällt, ist halt auch keinem geholfen. Ich habe ihn zweimal habe ich ihn aufgefangen. So sieht es jetzt aus, hier die ganze Nummer. Jetzt mal schauen, ob das jetzt hier schon was gebracht hat. Und jetzt zumachen. Oh, jetzt geht es aber richtig schwer. Oh, das geht richtig, richtig schwer. Aber jetzt hält er. Jetzt hält er. Jetzt fällt er mir auch nicht mehr runter. Leute, das ist die Notlösung. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Es geht schwer, aber. Und schon beim zweiten Mal ging es jetzt schon echt leichter zum Draufbauen. Geil. Also, ich bin gar nicht so doof, es funktioniert. Und damit kann ich jetzt erstmal weiterarbeiten und weiterleben. Und ja, diesen Blitz so nutzen, wie ich ihn eigentlich nutzen möchte, ohne dass der mir halt runterfällt. Einen geilen Hack habe ich euch gezeigt. Ich bin jetzt echt froh, dass das auch gut gegangen ist. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben für diese Lösung. Vielleicht kommt euch mein Problem auch bekannt vor, wenn ihr selber diesen HVL 60RM Blitz habt. Aber das scheint echt die Lösung zu sein, mit Moosgummi für 50 Cent das Problem lösen anstatt von 250 Euro. Abonniert gerne meinen Kanal für weitere Hacks und Themen, die uns so in der Fotografie beschäftigen. Bye bye. Euer Sigi vom Ammersee. Mach's gut!